Elektroroller, Freunde. Hier ist wieder Nicole von Scoot Repair und in diesem Video werden wir bei einem Uno Elektroroller den Hinterreifen wechseln. Das bedeutet in dem Fall, wir werden das Rad ausbauen inklusive dem Elektromotor, der da integriert ist, und das Kabel vom Motor eben auch abklemmen. Und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. So, als erstes öffne ich das Sitzfach, baue den Akku aus. So, dann löse ich die Sitzfachschrauben mit einer 10er Nuss. So, dann kann ich das Sitzfach vorsichtig rausnehmen. Also vom Motor kommt hier das Kabel hoch. Hier unten lang, die Kabel mit Kabelbindern befestigt am Chassis. Die müssen wir dann gleich lösen. Und dann haben wir hier oben drei Anschlüsse, blau, grün, gelb. Die werden abgelöst mit einem Kreuzschraubendreher. Und dann haben wir noch zwei Stecker. Die hinterste Schraube, also das gelbe Kabel, löse ich mit einem langen Schraubendreher. So, jetzt haben wir hier die drei Anschlusskabel und jetzt müssen wir noch den einen Stecker hier ablösen. So, dann können wir das hier unten lang vorsichtig lang führen. So, hier unten haben wir noch einen Kabelbinder, den wir aufmachen. So, dann haben wir unten noch eine Klemme. Dann nehme ich hier diese Blende ab mit zwei 10er Nussschrauben. Seite. Jetzt sehen wir hier schon, gibt es eine Konterschraube, eine große Mutter, die müssen wir lösen, und eine Sicherheitsschraube hier. Die sitzt vorne dran, mit der fangen wir an. Ist auch eine 10er Nuss. So, jetzt die große. Eine 24er Nuss. Dann die Hauptmutter. Ist auch eine 24er Nuss. So, jetzt haben wir hier noch das Sicherungskettchen. Das nehmen wir einfach ab. So, dann ist das Rad hier schon soweit freigelegt, um es zu entnehmen. Jetzt machen wir genau das gleiche auf der anderen Seite. Dann nehmen wir auch die Blende ab. So. Sicherungsschraube. Auf dieser Seite ist noch zu beachten, hier haben wir die Hinterbremse. Die müssen wir auch noch lösen. Das machen wir, indem wir den Hebel von der Hinterbremse ein bisschen nach vorne drücken. Hier die Einstellschraube lösen bzw. abschrauben. So. Jetzt löse ich wieder die Kontermutter. Haben wir auch noch eine Mutter, die gelöst werden muss.
Springring. Das ist Radausbau fertig. Und wir können es rausnehmen. So. In dem Zug kann man jetzt auch mal schauen, wie sieht die Trommelbremse aus. Einmal abnehmen, hier mal schauen. In dem Fall ist noch sehr, sehr gut Belag drauf. Und somit können wir die so wieder einbauen und erhalten. Heute wollen wir ja den Reifen wechseln. So, okay, dann lassen wir als erstes die Luft ab aus dem Reifen. Hier beim Ventil. So, und jetzt kommt der neue Reifen drauf. Jetzt müssen wir den neuen Reifen wieder draufziehen. Erstmal so weit wie es geht draufdrücken. Und den Rest vorsichtig reinheben. Die Seite haben wir jetzt schon drauf. So, dann ist er. Pumpen wir den Reifen auf und dann können wir wieder einbauen. Schmier ich noch ein bisschen Reifenmontierpaste in die Wulst, damit er besser rüberrutscht beim Aufpumpen. So, Ventile gehen wieder drauf. So, und jetzt können wir das Rad wieder einbauen. Jetzt setze ich die Trommelbremse wieder drauf. Vorher diese kleine Abstandshülse nicht vergessen. Eine große Abstandshülse wieder drauf. So, und jetzt werde ich das Hinterrad wieder einbauen. So, beim Einhängen des Rades jetzt darauf achten, dass das Kabel nach unten zeigt. Sicherungsplättchen da drauf, dann die Hauptmutter. Da schraube ich noch die Sicherungsschraube fest, beiden Seiten, und dann ziehe ich die Hauptmutter wieder fest.
da lege ich das Motorkabel wieder nach oben, um es wieder anzuschließen. Ziehe ich mir das hier durch. So, hier unten muss es noch befestigt werden an den Halteclips. So. Damit es auch schön am Rahmen bleibt. Befestigen wir das Kabel nochmal zusätzlich mit Kabelbindern. So, jetzt stecken wir den Stecker wieder zusammen. So, dann baue ich jetzt den Sitz wieder ein und dann sind wir auch schon fertig. So, jetzt das Akkukabel hier wieder durchstecken und dann den Sitz wieder einbauen. Machen wir einen kleinen Funktionstest. So, das war jetzt unser Video zum Thema Reifentausch am Elektroroller hier am Beispiel des Unos. Hier die Besonderheit ist natürlich, dass wir beim Hinterrad keinen Auspuff haben, wie bei den Verbrennungsmotoren. Dafür sitzt der Motor im Hinterrad. Da müssen wir darauf achten, dass wir die Kabel, die Motorkabel ablösen vom Steuergerät und das komplett ausbauen. Hinzu kommt, dass man das Rad eben nicht in ein Reifenmontiergerät einspannen kann durch die Achse, die da fest ist. Und dass der Reifen eben so mit der Hand aufgezogen wurde. Aber es ist alles möglich und machbar, habt ihr ja gesehen. Und dann hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen, so wie immer. Ihr lasst uns ein paar nette Likes, Kommentare oder sogar ein Abo da. Und dann sage ich wie immer, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Ciao.